Herr Professor Silberbauer, Sie sind Facharzt für Innere Medizin, zu diesem Bereich gehören auch Herzerkrankungen, die Thema Ihres heutigen Minimed-Vortrags hier in Eisenstadt sind. Im Besonderen geht es heute um Herzinfarkt und Herzstillstand. Eigentlich endet ja jedes Leben mit einem Herzstillstand. Jetzt findet man in der Statistik der Todesursachen Herzinfarkte sehr weit vorne. Kann man da differenzieren zwischen Infarkten, die aus medizinischer Sicht nicht notwendig wären, und solche, die einfach das Lebensende ausmachen? Also zu Ihrer Frage ist sicher eine ganz wichtige Frage. Wir Mediziner im Krankenhaus zum Beispiel unterscheiden zwischen verschiedenen Formen der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also das heißt, der richtige akute Herzinfarkt, der ist genau definiert durch EKG-Veränderungen, durch Veränderungen des Labors und natürlich auch einer entsprechenden Beschwerdesymptomatik. Also da steht die Diagnose hundertprozentig. Es gibt aber natürlich auch Ereignisse wie der plötzliche Herztod, der vielleicht zu Hause auftritt oder irgendwo im öffentlichen Raum. Und da kann es durchaus so sein, dass möglicherweise eine andere Krankheit dahinter steckt. Aber in der Mehrzahl sind das dann Rhythmusstörungen als Folge eines akuten Herzinfarktes. Bei älteren Menschen, die im Krankenhaus versterben, gibt es dann sehr oft das, was Sie jetzt gemeint haben, ein Herzversagen am Ende einer chronischen Erkrankung, am Ende einer akuten Erkrankung wie Lungenentzündung. Dieses Herz-Kreislauf-Versagen wird im Krankenhaus nicht als Herzinfarkt definiert. Gut, dann kommen wir jetzt direkt zum Thema des Abends, den Herzinfarkt. Wenn ein Herzinfarkt auftritt, dann kann eine kurzfristige medizinische Intervention Folgeschäden minimieren oder auch verhindern. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, kann man auf die typischen Symptome eines solchen Herzinfarktes nicht oft genug hinweisen. Welche sind dabei wichtig, was beachtet werden soll? Prinzipiell ist es so, dass jeder akute Schmerz, der noch nie da war sozusagen, zwischen dem Nabel und dem Kinn, kann man sagen, Herzinfarkt verdächtig ist. Also prinzipiell. Der typische Schmerz ist einer, der hinter dem Brustbein auftritt, sehr heftig ist, meist eine größere Fläche bedeutet. Der Schmerz kann aber ausstrahlen in die linke Schulter, in die rechte Schulter. Er kann gelegentlich auch in den Kiefer ausstrahlen, er kann aber auch in den Bauch ausstrahlen. Das heißt, es ist aber trotzdem sehr, sehr wichtig für den Arzt, der beigezogen wird, dass genau befragt wird. Und aus dieser Befragung kann man schon einen hochgradigen Verdacht schöpfen, der dann letzten Endes zu diesen diagnostischen Schritten führt, die ich genannt habe. Aber wichtig ist für die Bevölkerung, jeder akute Schmerz, der meist ganz extrem ist, der häufig von Schwitzen begleitet ist, manchmal von Übelkeit und Brechreiz begleitet ist, es ist meist ein elementares Ereignis, sollte eigentlich Anlass geben, dass man seinen Hausarzt verständigt oder die Telefonnummer 144 ruft und einfach den Notruf verständigt. Wie relevant sind von der Symptomatik her gesehen Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Das ist in den letzten zwei, drei Jahren immer öfter ins Gespräch gekommen. Das ist ganz eindeutig. Eindeutig ist so, dass bei den chronischen Herzerkrankungen, also wir sprechen ja heute vom akuten Herzinfarkt, aber es gibt chronische Herzerkrankungen, die sich ebenso äußern, zum Beispiel mit belastungsabhängigen Schmerzen über der Brust, man nennt das Angina pectoris, die Beschwerden gehen dann weg nach 3-4 Minuten, dass diese Beschwerden zum Beispiel bei derselben Krankheit bei Frauen seltener auftreten, dafür statt Schmerz häufiger Atemnot. Also das heißt, bei Frauen kann das maskiert sein sozusagen. Also hier sind andere Symptome im Vordergrund. Frauen neigen auch dazu, dass sie zum Beispiel bei den chronischen Herzerkrankungen häufiger in Ruhe die Beschwerden haben und weniger bei körperlicher Belastung. Also für den Arzt, der so einen Patienten exploriert, untersucht und dann letzten Endes berät und behandelt, ist natürlich diese Kenntnis sehr von großer Wichtigkeit. Herzinfarkt und Herzstillstand sind heute Thema Ihres Vortrags. Wie kann ein Betroffener oder Angehöriger unterscheiden, ob es sich um einen Herzinfarkt oder einen Herzstillstand handelt?
Naja, das ist ganz klar. Der Herzstillstand ist etwas, was eine unmittelbare Notsituation ist, ganz egal, wo er auftritt. Das heißt, da ist es ganz egal, was der unmittelbare Grund ist. Wenn der Patient nicht mehr atmet, wenn der Patient keinen Puls hat, und das kann auch ein Laie feststellen, er braucht nicht sehr lange da fackeln sozusagen, im Zweifelsfall kann man den Patienten sofort am Rücken legen, überhaupt wenn man unmittelbar dazukommt, wie dieses Ereignis aufgetreten ist, und wenn man merkt, der Patient atmet nicht, man kann keinen Puls tasten, dann massiert man das Herz. Das heißt, man sollte 30 Mal über dem Brustbein, so ungefähr 5 bis 7 cm einfach hineinmassieren, eine Frequenz von ungefähr 80 bis 100, 100 ist besser als 80, und nach 30 Mal den Patienten zweimal Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Das Wichtigste, das weiß man jetzt aus neuester wissenschaftlicher Tätigkeit, ist aber die Massage. Also das heißt, wenn man dazukommt, ein Mensch fällt um und man merkt, er ist leblos, das merkt praktisch an jeder, dann ist die erste Maßnahme die Herzmassage und dann die Beatmung. Und ganz egal, ob dem Ganzen ein Herzinfarkt zugrunde liegt oder irgendein anderes Ereignis, die Maßnahmen sind die gleichen. Das heißt, wenn jemand mit dem Herzinfarkt einer anderen Person konfrontiert ist, wäre der erste Schritt, den Notruf zu betätigen, und im zweiten Schritt die von Ihnen jetzt angeführten Maßnahmen vor Ort zu setzen. Wenn es sich machen lässt, ist es besser, dass man die Maßnahme zuerst setzt, in der Pause sozusagen von Sekunden um Hilfe ruft, und wenn das möglich ist, sollte dann der zweite, der dazu kommt, dann zum Beispiel 144 wählen und Notarzt und so weiter alarmieren. Gut, die Medizin will ja nicht nur reparieren, sie will ja auch was dazu beitragen, dass Menschen möglichst gesund sind. Und da möchte ich meine abschließende Frage auch zu diesem Bereich anhängen. Was schadet einem gesunden Herzen? Was schadet ihm besonders und erhöht dadurch die Gefahr eines Herzinfarktes oder einer Herzerkrankung? An und für sich sind einige Faktoren, und wenn man das genau nimmt, Faktoren, die in allen Zeitungen stehen und die Faktoren, die allen bekannt sind, aber ich muss sie trotzdem aufzählen. Es ist natürlich das Rauchen ganz wichtig. Man sagt, dass die Gefäße des Körpers sozusagen so alt sind wie das Alter des Patienten und die Jahre, die er geraucht hat. Also wenn jemand zum Beispiel 60 Jahre ist und er hat 20 Jahre geraucht, dann sind seine Gefäße so alt wie von einem 80-Jährigen. Und diese Leute sind natürlich sehr gefährdet. Es sind natürlich Zuckerkranke gefährdet, Patienten, die einen Bluthochdruck haben, vorwiegend dann, wenn sie den Hochdruck nicht entsprechend kontrolliert haben, erhöhte Blutfette, Zuckerkranke, Diabetiker sind natürlich auch gefährdeter. Und wenn in der Familie frühzeitig ein Herzinfarkt aufgetreten ist, zum Beispiel Frauen, die in der Familie auch einen Herzinfarkt erlitten hatten, schon ab dem 65. Lebensjahr etwa, oder es gibt Männer ersten Grades, also Vater, Bruder und so weiter, die vor dem 55. Lebensjahr einen Infarkt bekommen haben, dann sind die Anverwandten stärker gefährdet. Bei denen gehört frühzeitig auch eine Vorsorgeuntersuchung gemacht. Sie haben regelmäßiges Training gar nicht erwähnt. Gibt es da Nachweise, dass man sagen kann, regelmäßiges Training stärkt wirklich den Herzmuskel? Gibt tatsächlich Nachweise dafür, dass die Bewegung an sich, auch die Häufigkeit der Bewegung am Tag sozusagen, spielt auch eine Rolle. Also ich möchte allen Leuten Mut machen, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, wenn sie sehr viel am Tag herumgehen und immer die sitzende Tätigkeit unterbrechen und häufig aufstehen, häufig ein paar Meter machen, Stiegen steigen und solche Dinge, dass sich das auch günstig auswirkt. Ja. Und natürlich das regelmäßige Ausdauertraining und wie Radfahren, aber auch Gehen, Walken, Joggen, das ist alles sicher sehr günstig. Und hier ist eine gewisse Prophylaxe und nicht im geringen Ausmaß möglich. Ja, danke für das Gespräch. Weitere Details gibt es in Ihrem heutigen Vortrag, der von Minimed aufgezeichnet wird. Herzlichen Dank. Dankeschön.